Eine sehr häufige Form eines Phasendiagramms eines Zwei-Komponentensystems ist ein Siedediagramm. An diesem Diagramm kann man ablesen, wie eine Mischung AB siedet. Wenn wir ein zweidimensionales Siedediagramm haben, müssen wir zunächst einmal den Druck angeben, auf den sich das Diagramm bezieht. Sehr häufig ist das der Standarddruck P0. Wir haben eine X-Achse, die begrenzt ist. Wir haben links den reinen Stoff A, IBA zum Beispiel, rechts den reinen Stoff B, IPA zum Beispiel. Und wir haben jeweils die Siedepunkte, die Siedetemperaturen der Reinstoffe an den Kanten einzuzeichnen. Üblicherweise schreibt man den Leichtsieder auf die rechte Seite. In unserem Beispiel ist das das IPA. Wir wollen ausrechnen, welche Mischung IBA-IPA bei einem Bar, also bei 760 Grad genau, siedet. Eine Mischung siedet dann, wenn der Druck über der Flüssigkeit, also die Summe der Dampfdrücke, gleich dem Außendruck ist. 760 Torr ist der Außendruck. P Stern mal X ist nach Raoul der Dampfdruck der jeweiligen Komponente. Wenn wir nach X IPA auflösen, erhalten wir den Wert 0,219. Eine solche Lösung siedet bei 100 Grad. 100 Grad 0,219, das ist ein Punkt auf der Siedelinie. Die Gasphase, die bei 100 Grad aus so einer Mischung entsteht, kann man nach dem Daltonschen Gesetz ausrechnen. Nach dem Daltonschen Gesetz ist der Molenbruch der Gasphase Y gleich dem Partialdruck, P Stern mal X, dividiert durch den Gesamtdruck P. Wir erhalten hier ein Y von 0,415. Der Punkt 0,415, 100 Grad, ist ein Punkt auf der Taulinie des Siedediagramms. Und so können wir Punkt für Punkt Siede- und Taulinie berechnen und erhalten dann ein typisches Siedediagramm einer idealen Mischung. Die Siedelinie ist konvex gekrümmt, die Kondensationskurve ist konkav gekrümmt. Beide Kurven sind homogen fallend, haben keinerlei Maximum oder Minimum und schneiden sich nur in zwei Punkten, nämlich bei den Siedepunkten der reinen Komponenten. Wir wollen dieses Diagramm noch einmal Schritt für Schritt diskutieren. Wir haben als Abszisse die Zusammensetzung der Mischung. Wir haben als Ordinate die Temperatur. Wir haben Bereiche, in denen die Mischung gasförmig ist. Das ist hier oben rechts. Bereiche, in denen die Mischung flüssig ist. Das ist unten links. Wir haben zwei Binoden, Siede- und Taulinie. Das hier ist die Siedelinie. Hier lesen wir die Zusammensetzung der Flüssigkeit ab. Das ist die Taulinie. Hier lesen wir die Zusammensetzung der Gasphase ab. Zwischen Siede- und Taulinie haben wir den Zweiphasenbereich mit den Konoden. Wir haben nur zwei invariante Punkte, Punkte, bei denen der Freiheitsgrad gleich 0 ist, nämlich einmal den Siedepunkt von reinem IPA. Da haben wir die Reaktion IPA flüssig, geht zu IPA gasförmig bei 82 Grad. Und den entsprechenden Punkt für IBA bei 108 Grad. Mit Hilfe dieses Diagramms können wir nun leicht vorhersagen, wie eine Mischung siedet und kondensiert. Eine flüssige 50-50 Mischung etwa ist durch diese grüne Linie charakterisiert. Das ist eine Isoplete. Die Isoplete schneidet die Siedelinie bei etwa 92 Grad. Das ist der Siedebeginn dieser 50-50 Mischung. Aus der 50-50 Mischung siedet ein Dampf, dessen Zusammensetzung durch die Konode und deren Schnittpunkt mit der Taulinie abzulesen ist. Der Dampf, der Brüden, wie man auch sagt, ist etwa 72%. Hier haben wir ein weiteres Mal das Siedediagramm von IBA und IPA. Interessant sind vor allem die Punkte, die im Zweiphasengebiet liegen. Punkte im Zweiphasengebiet sind homogen nicht stabil, sondern zerfallen in zwei Phasen. Wenn ich zum Beispiel eine 65%ige Mischung bei 91,5 Grad vorliegen habe, habe ich einen Punkt im Phasendiagramm, der hier einzuzeichnen ist. Dieser Punkt liegt im zweiphasigen Gebiet,
ist also homogen nicht stabil, sondern zerfällt entlang der Konode in Flüssigkeit und in Gas. Dieser Zerfall geschieht nach dem Hebelgesetz. Wir haben Flüssigphase mit 50% IPA. Wir haben Gasphase. Das Verhältnis Flüssigphase zu Gasphase entspricht der Länge dieser beiden Hebelarme. Dem langen Hebelarm entspricht die kleine. Dem langen Hebelarm A entspricht die geringe Menge NL. Dem kurzen Hebelarm B entspricht die große Menge NG. Wir wollen sehen, was passiert, wenn wir Luft abkühlen. Hier ist das Siedediagramm des Sauerstoff-Stickstoff-Zweikomponentensystems. Wenn wir Luft, entsprechend etwa 79% Stickstoff, auf 82 Kelvin abkühlen, ist die Luft weiterhin gasförmig. Wir liegen hier auf dem Punkt 1. Wir kühlen weiter ab, gehen entlang der Isoplete nach unten. Ab dem Punkt 2 kondensieren die ersten flüssigen Lufttröpfchen aus dem System aus. Die Zusammensetzung dieser Lufttröpfchen können wir anhand der Konode ermitteln. Konode schneidet die Siedelinie bei etwa 0,5. Das heißt, die ersten Flüssigkeitströpfchen haben die Zusammensetzung 50% Stickstoff. Wir durchqueren jetzt die Zweiphasenzone. Beim Punkt 3 etwa sind wir bei etwa 80 Kelvin. Die Flüssigphase hat eine Zusammensetzung von 70% Stickstoff, die Gasphase eine von 85% Stickstoff. Wir kühlen weiter ab und erst bei 79 Kelvin ist die komplette Mischung flüssig. Wir haben also gesehen, dass bei der Kondensation und auch bei der Verdampfung eines idealen Zweikomponentensystems weder die Temperatur konstant bleibt, noch die Zusammensetzung der flüssigen Phase, noch die Zusammensetzung der Gasphase. Wie sich das Ganze verändert, das sagt Ihnen das Siedediagramm mit den Binoden und Konoden. Wir können an einem Siedediagramm auch sehr schön Destillation und Rektifikation modellieren. Eine Destillation ist nichts anderes als eine partielle Verdampfung einer Mischung und einer vollständigen Kondensation des Dampfes. Wenn wir hier zum Beispiel eine 20%ige ideale Mischung erwärmen, fängt die bei 86 Kelvin an zu sieden. Der Brüden über der Flüssigkeit hat eine Zusammensetzung von etwa 50%. Wenn wir diesen Brüden sofort kondensieren, haben wir eine Anreicherung am Schwersieder bewerkstelligt. Wenn wir diese 50%ige Mischung wieder aufkochen, wieder die Gasphase kondensieren, haben wir eine weitere Anreicherung an Schwersieder erreicht. Diese zweistufige Destillation entspricht einer Treppenstufe im Siedediagramm zwischen Siede- und Taulinie. Sehr häufig werden mehrfache Destillationen in einer Kolonne durchgeführt. Die eben diskutierte zweifache Destillation könnten wir genauso gut in einer zweistufigen Kolonne durchführen. In jedem Fall haben wir wieder diese Treppenstufe zwischen Siedekurve und Taukurve. Nicht jede Mischung ist ideal. Es gibt sowohl positive als auch negative Abweichungen vom Idealverhalten, Abweichungen vom Rauschen Gesetz. Wenn diese negativen Abweichungen vom Rauschen Gesetz ausgeprägt sind, dann bekommen wir Siedediagramme mit einem Maximum. Das Maximum nennen wir auch Azeotrop. Wir sehen, dass an diesem Maximum, am Azeotrop, sich Siede- und Taulinie ein drittes Mal treffen. Und das heißt, an diesem Punkt haben Flüssigphase und Gasphase die gleiche Zusammensetzung. Das hat Bedeutung für die Destillation, denn so ein Gemisch kann man destillativ nicht trennen. Wenn man ein solches Diagramm diskutiert, sieht man, dass es unmöglich ist, ein nicht ideales Gemisch dieser Art in die reinen Komponenten zu spalten. Man erhält immer das Azeotrop entweder als Sumpfprodukt oder als Kopfprodukt.
Wir wollen dieses Diagramm diskutieren. Wir haben die Gasphase homogen bei hohen Temperaturen, wir haben die Flüssigphase homogen bei tiefen Temperaturen und wir haben zwei Zweiphasengebiete zwischen den Binoden. Sowohl die Taulinie als auch die Siedelinie haben ein Maximum. Das Maximum heißt azeotrop, da schneiden sich die Linien. Zwischen Siede- und Taulinie haben wir Konoden. Interessant ist, dass bei einem solchen nicht idealen Gemisch links vom Azeotrop die Situation anders ist als rechts vom Azeotrop. In diesem Fall ist links vom Azeotrop die Gasphase angereichert an Wasser, rechts vom Azeotrop die Gasphase angereichert an Ameisensäure. Wir haben drei invariante Punkte. Einmal die Siedepunkte der reinen Komponenten und das Maximum Azeotrop. Eine flüssige Mischung Ameisensäure-Wasser, 78%, siedet zu einer gasförmigen Mischung Ameisensäure-Wasser, die ebenfalls 78% ist, bei exakt 107 Grad. Ein Azeotrop siedet und kondensiert wie ein reiner Stoff. Hier haben wir ein analoges Beispiel mit einem Minimum Azeotrop. Hier ist es so, dass die Mischung eine positive Abweichung vom Rauschen Gesetz zeigt, also instabiler ist als der Idealfall. Folglich gibt es Siedetemperaturen, die unter den Siedetemperaturen der reinen Stoffe zu liegen kommen. Wir haben zwei homogene Bereiche, gasförmig flüssig. Wir haben eine Siedelinie gelb gezeichnet, eine Taulinie violett gezeichnet. Wir haben dazwischen die Konoden. Wir haben drei invariante Punkte, Siedepunkt vom Ethanol, Siedepunkt vom Wasser und das Azeotrop. Selbstverständlich kann man auch Systeme mit Minimum-Azeotrop nicht in die Komponenten aufspalten. Eine Wasser-Ethanol-Mischung kann destillativ nur bis 95,6% aufkonzentriert werden. Die Berechnung von Siedediagrammen geschieht mit Hilfe der Gleichung von Raoul und Dalton. Bei nicht idealen Systemen müssen jedoch teilweise sehr aufwendig die Aktivitätskoeffizienten Gamma mit berücksichtigt werden.